Bist du wirklich erst 12,5? Hören Sie, Mister, die Uhr läuft. 15 Minuten vergehen schnell. Wenn die Zigarette verglüht ist, müssen Sie gehen. Wie alt bist du? Willst du es mir nicht sagen? Wie heißt du? Leicht. Was ist denn das für ein Name? Man kann ihn sich leicht merken. Wie heißt du richtig? Ich mag meinen richtigen Namen nicht. Wie ist dein richtiger Name? Iris. Warum magst du den nicht? Das ist ein netter Name. Für Sie vielleicht. Sie können ihn geschenkt haben. Nein, zieh dich nicht aus. Behalt die Bluse an. Erinnerst du dich an mich? Weißt du noch, wie du eingestiegen bist in mein Taxi? Ich habe Rallye-Streifen dran. Du bist eingestiegen und dieser Kerl Matthew ist dazugekommen und hat dich wieder aus dem Wagen rausgeholt. Er war grob zu dir. Wann soll denn das gewesen sein? Du kannst dich an nichts mehr erinnern? Nein. Das spielt doch keine Rolle. Ich hole dich hier raus. Wenn wir es jetzt nicht machen, wird Sport wieder sauer. Wie haben Sie es am liebsten? Ich will doch gar nicht. Wer ist Sport? Das ist Matthew. Ich nenne ihn Sport. Möchten Sie es vielleicht so? Nicht, doch. Ich will nicht. Iris, hör mir zu. Weißt du, warum du in mein Taxi gestiegen bist? Weil du von hier weg wolltest. Da war ich garantiert bekifft. Was, der füttert dich mit Stoff? Ach, hören Sie auf zu fragen. Ich will das nicht. Ich soll es Ihnen nicht besorgen? Deswegen bin ich nicht hier. Ich will dir helfen. Ich kann Ihnen helfen. Verdammter Mist. Verdammt nochmal. Das ist so eine Scheiße. Was ist mit dir los? Ich verstehe das nicht. Wir müssen es ja nicht machen. Herrgott nochmal, willst du hier nicht raus? Ist dir klar, warum ich hergekommen bin? Ich denke ja. Ich stieg in Ihr Taxi und wollte weg. Und jetzt wollen Sie mich hier rausholen. Ist es so? Ja, willst du denn hier nicht raus? Wenn ich will, kann ich jederzeit weg. Und was war neulich? Ach, da war ich doch stoned. Er wollte nur eine Dummheit verhindern. Darum hat er mich gestoppt. Ich habe doch kein Zuhause. Sport hat mich praktisch nur vor mir selbst beschützt. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht weiter. Ich gebe es auf. Ich habe es versucht. Ich verstehe Sie. Das war wirklich lieb gemeint. Kann ich dich wiedersehen? Na, das ist doch ganz leicht. Nein, nicht als Kunde. Ich meine an einem normalen Ort, nicht in dieser widerlichen Absteige. Gut, morgen zum Frühstück? Morgen wann? So ab 1 bin ich munter. 1 Uhr? 1 Uhr. Ah. 1 ist schlecht. Da muss ich was erledigen. Was ist? Wollen Sie ja oder nein? Ja, ich komme. Okay, ist gut. Also 1. 1 Uhr. Geht klar. Ich sehe dich morgen. Hätte ich beinahe vergessen. Ich heiße Travis. Dankeschön, Travis. Also alles. Ich sehe dich morgen. Bist ein Schatz. Deins. Versauf's nicht gleich. Kannst wiederkommen, wann du willst, Cowboy. Das werde ich.
soll ich wieder bei meinen Eltern wohnen? Weißt du, die hassen mich. Was glaubst du, warum ich abgehauen bin? Zu Hause ist es schrecklich. Aber das hier ist kein Leben für dich. Das ist die Hölle. Ein junges Mädchen gehört nach Hause. Hast du schon mal was gehört von Women's Lib? Was meinst du mit Women's Lib? Du Küken gehörst nach Hause, verdammt nochmal. Du solltest hübsch rausgeputzt sein, mit netten Jungs flirten und in die Schule gehen. Wie alle kleinen Mädchen. Oh Gott, bist du spießig. Ich bin nicht spießig. Du bist völlig verdreht. Du redest nur Scheiße. Du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst. Du gehst mit verfickten Idioten, abartigen Strolchen und dem ekelhaftesten Gesindel ins Bett. Und für wen verkaufst du deine kleine Dose? Für nichts. Für einen miesen Zuhälter, der zu faul zum Arbeiten ist. Ich bin spießig. Du bist total verdreht. Ich halte nicht meine Pussy am Haufen Irrer und Killer hin, so wie du. Findest du das schick? In welcher Welt lebst du eigentlich? Wer ist ein Killer? Dieser Sport ist ein Killer, ein echter Killer. Sport hat noch nie jemanden umgelegt. Doch, das hat er. Er ist ein Löwe. Was ist er? Ich bin auch Löwe, darum können wir so gut miteinander. Für mich sieht er aus wie ein Killer. Ich halte Stiere für die besten Liebhaber. In unserer Familie sind nur Luftzeichen, schade. Und fixen tut er auch. Was macht dich eigentlich so hochmütig? Würdest du mir das mal verraten? Sieh dir mal deine Pupillen an, dann weißt du Bescheid. Was machst du mit Sport und dem alten Bastard? Wann? Wenn du verschwindest. Weiß nicht, verschwinde einfach. Heimlich still und leise? Die haben genug andere Mädchen. Na, darum frage ich ja. Willst du nichts unternehmen? Was denn, soll ich die Bullen rufen? Die Bullen tun nichts, die kannst du vergessen. Außerdem, er hat mich nie schlecht behandelt, hat mich nie verprügelt oder war zu mir besonders eklig. Du kannst nicht zulassen, dass er noch mehr Kinder auf den Strich schickt. Du kannst dich nicht umdrehen und weggehen. Jemand muss ihm das Handwerk legen. Dein Freund Sport ist das erbärmlichste und schmutzigste, was es gibt. Er ist der Abschaum der Menschheit. Er ist der widerlichste, stinkendste Scheißhaufen, der mir jemals begegnet ist. Weißt du, was er über dich gesagt hat? Du wärst dumm wie Scheiße, gerade gut genug zum Vögeln. Ach, das ist das. Das meint er nicht ernst. Ich gehe in eine Kommune in Vermont. Ich bin noch nie in der Kommune gewesen, ich weiß nicht. Ich habe mal ein paar Bilder in einem Magazin gesehen, die haben mich nicht begeistert. Warum gehen wir nicht zusammen in die Kommune? Was? Wir beide zusammen in eine Kommune? Nein. Warum nicht? Ich mach mir nichts draus. Spuck's aus. Wieso nicht? Oh, ich komm mit dem Typen nicht klar. Bist du Skorpion? Was? Du bist Skorpion. Die erkenne ich auf Anhieb. Ich muss hier bleiben. Warum? Ich hab was Wichtiges zu erledigen. Und was ist das so Wichtiges? Ich habe einen Regierungsauftrag. Die gelbe Kiste fahre ich nur halbtags. Jagst du Dealer? Sehe ich so aus? Ja. Auf die bin ich ganz scharf. Das ist ein Ding. Das wird ja immer verrückter mit uns. Willst du nicht doch mitkommen? Ich hab dir gesagt, warum es nicht geht. Ich gebe dir das Reisegeld. Unsinn. Ich hab genug nein, Geld. Nein, das ist dreckiges Geld. Ich will nicht, dass du davon was nimmst. Ich bezahle alles. Was soll ich denn sonst mit meinem Geld machen? Ich bin eine Weile weg. Pass auf dich auf. Thank you.